Unser vorletzter Tag in Skane. Wir haben Ruder, wie ihr seht. Ich habe eins, Vicky hat eins. Was sind 6 Kronen? Pass mal auf mit dem Ruder, Vicky, bitte. Danke. Kommt ein Auto. So, ihr seht es nochmal. Hier ist das Ruder. Vicky hat noch ein Ruder. Sag mal hi. Hi. Ist übrigens sehr lustig, dass die Hütte ungefähr 1 Kilometer von dem Teich weg ist. Da vorne ist der Teich. Da ist Lia. Ganz da vorne, wo ihr die Bäume seht, dort beginnt der Teich, was eigentlich ein ziemlich großer See ist, Vicky. Ja, das hat jetzt 6 Kronen gekostet. 60. Wäre wahrscheinlich auch scheißegal gewesen. Ja, 6 Euro meine ich. Ja, 60 Kronen, 6 Euro, ja? Wäre wahrscheinlich auch einfach egal gewesen, ob sie die Ruder genommen hätten. Es hat eh keiner gemerkt, aber. Eben, weil die Dänen. Die sind voll. Ich habe nicht mehr Englisch gesprochen. Du musst. Ich erkläre euch das mal. Wir mussten jetzt eigentlich nur an so einen Pfosten gehen. Also so ein kleiner Posten, so ein Dings, das sieht man vielleicht jetzt noch im Hintergrund. Wie so eine kleine Gartenlaube. Wie so eine kleine offene Gartenlaube. Und da stehen die Ruder an der Seite, die sind nicht abgeschlossen, gar nichts. Da ist ein Kasten, das steht hier. Musst du jetzt mal ausfüllen, diesen Wisch. Und 60 Kronen reinwerfen. In den Umschlag. In den Umschlag. Der kommt dann in so eine Art Briefkasten. Der ist natürlich verschlossen. Das haben sie verschlossen. Und dann kann man sich da einfach die Paddel nehmen und die soll man innerhalb eines Tages wieder mitbringen. Genau, bis 22 Uhr, auch wenn man am Folgetag noch aber angeln geht. Man muss halt einen Angelschein haben, wenn man angelt, haben wir aber nicht. Wir fangen die mit den Händen. Also eigentlich haben wir jetzt in schwedischen täglichen Angelschein gekauft. Ja. Aber wir haben aber schon eine Idee. Vicky zieht sich aus unten rum, hockt sich jetzt Wasser mit dem Arsch und dann beißen die schon irgendwie an was an. Ne? Da ist wohl da ein Fisch. Himmelfisch. Geil. So. Lasst euch schmecken. Nein. Nein, dann wir gehen wirklich nur rudern. Da werden wir gleich ein bisschen weitermachen. Wollen wir vielleicht einen Vlog aufnehmen, ist mir so eingefallen, beim auf dem Wasser. Rudern? Hatten wir vor, weil wir wollten erst um diesen See rumlaufen. Wir wollten schon mal Schweden so ein bisschen Revue passieren lassen. Ja. Auf jeden Fall, wir laufen jetzt noch ein bisschen, bis wir dort sind. Und dann. Paddeln wir, nehmen Vlog auf und dann schaffen wir die Paddel wieder zurück. Und ganz genau. Wow. Das wird schön. Hoffentlich gehen wir nicht. Wenn wir untergegangen sind, habe ich immer noch eine wasserdichte Kamera. Also ihr werdet auf jeden Fall Material sehen. Hoffentlich gehe ich nicht baden jetzt, unfreiwillig, weil ich habe ganz viel wertvolles Zeug einstecken. Ein Energy. Handy, Kamera, ein Energy. Ganz wichtig. Diese geilen Energies aus Schweden. Hast du eigentlich noch mal Erdnüsse gekauft? Nein. Vicky wollte sich noch ein Kilo Erdnüsse holen. Die sind ja voll günstig. Die kosten 3 Euro, was? Kilo. Was mehrere. Wir wollten Katzenfutter und Erdnüsse schmuggeln, weil die sind hier recht günstig. So, das ist alles teuer. Für 1 Liter Milch 2 Euro, ne? Ist ja Wahnsinn. Na gut, wir sehen uns gleich auf dem See. Wow. Ah! Wow. Ja, eben kommt so ein Hansel und sagt uns, ja, guten Tag, ihr braucht alle so einen Fisch für 60 Kronen, was Lia jetzt in der Hand hat. Sagt er, ja, everybody needs a fishing permit. You mustn't fish until you have a permit. Holy piece of shit. Hab ich nicht. Nein, ja. Macht man nicht, Lia. Das ist nicht so umgezogen. Auf jeden Fall müssen wir jetzt nochmal zurück und nochmal 120 Kronen zahlen, also insgesamt 18 Euro. Damit jeder eine Fischlizenz hat. Ja, wir haben keine Angeln dabei, aber ist geil, ne? Hätte er uns jetzt nicht noch gesehen, dann hätten wir jetzt einfach auf den See fahren können, ohne, ne? Naja, Auto. Es kommt sehr selten mal vor, dass die Autos fahren, aber wenn, dann kommen sie immer, wenn ich aufnehme, ne? Furchtbar. Wir haben noch eins vor uns. Ach, so ein Rotz. Wir gehen nochmal zurück, zahlen 120 Kronen. Vicky wollte was sagen. Ja, bis gleich. Bis gleich. Hi. Am meine Boot. Ich rudere ein bisschen. Oh, wir sind schon wieder schief. Ja. Aber nicht so eine Angst, Mensch. Das ist ja ganz einfach. Ich filme gerade voll gegen die Sonne. Ist doch schön. Ist doch die Absicht. Komm, wir sind ein bisschen weit draußen. Da vorne am Steg haben wir abgelegt. Wunderschön. Da hinten, da haben wir abgelegt. Soll ich mal nur mit einem Ruder, dann drehen wir uns ganz schnell im Kreis. Nein. Dann wird's lustig. Soll ich mal aufstehen? Nein, bleib draußen. Bisschen hinterher schwanken. Nee, das wäre mir auch nicht so lieb mit dem ganzen Equipment, was wir dabei haben. Meine Kamera ist wasserdicht. Meine aber nicht. Mein Handy nicht. Mein Handy ist auch nicht wasserdicht. So, wir haben es endlich geschafft. Wir sind auf dem Wasser, Leute. Und ich rudere ein wenig. Ich kann mal so ein bisschen das Panorama hinter mir filmen. Ich kann doch noch mal drehen. Nö, ist cool so. Da hinter mir sieht man Wasser. Ich habe ein Energy. Mir geht's super.
Wie geht's euch? Super. Oh, schwitzt leicht. Ja, was? Ich drehe mich irgendwie gar nicht mehr. Ja. Aber das sind Enten. Was denn? Du klammerst dich fest, als würden wir gleich untergehen. Ich klammer mich nicht fest. Das sind Enten. Boah, lass uns eine Schwanenfamilie suchen. Dann werden wir angegriffen. Wenn ein Schwan singt, schweigen die Tiere. Wenn ein Schwan singt. Okay. Wir waren eigentlich schon mal vor ein paar Tagen, wo wir die Steine das gemacht haben, waren wir dort hinten gewesen. Ja. Damit das so ein bisschen die Lücke ist. Da. Ich sehe nichts wegen der Sonne, ne? Das ist ja eigentlich voll scheiße. Nee, was? Achso, doch, wenn man hier angelt, man sitzt den ganzen Tag in diesem Boot und man ist in der prallen Sonne. Ja. Also, mir ist es persönlich jetzt ein bisschen zu warm, ne? Du hast ja eine Weste und einen Pulli an. Jo. Oh nein, es geht wieder schief. Oh, nimm das Paddel mal und hau da drauf. Das kannst du ja los. Es geht nicht. Doch, es ist schon ein bisschen besser geworden. Nein, nicht damit. Oh Gott. Die Lia erleidet hier gerade Höllenqualen. Es ist aber wirklich. Das ist scheiße, das rutscht dann also raus. Ich kann euch das mal zeigen. So. Ne? Da, guck mal, da guckt das raus. Das, hier, das Ding muss das rein. Guckt raus. Weil das ist nämlich da. Das ist drin und deswegen rutscht es die ganze Zeit raus, wenn ich rudere. Das ist voll kacke. Das ist kacke. Lia hält sich immer noch. Nee, du, ist gut, aber. Achtung. Es ist so lustig, es ist so ruhig und nichts stört hier Dürre und dann. Bam, 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 bam. Also ich find's schön. Es ist doch schön. Wir gehen gleich noch schwimmen, habe ich gehört. Also Vicky geht schwimmen. Hallo! Hallo, wir sind jetzt irgendwo in der Mitte auf dem See. Ja, und ich habe gelernt, wie man rudert. So, und wir haben jetzt gedacht, wir lassen das Ganze ein bisschen rekapitulieren, wie bis jetzt Schweden so war. Mhm, schön ist es. Ja, ist schön hier. Ja. Fühlst dich wohl auf dem Wasser? Das Boot gerade voll im Kreis. Oh. Aber ich habe mich so langsam vertraut gemacht mit den Rudern. Ich weiß jetzt so ein bisschen, wie das hier funktioniert. Und wir müssen übrigens gucken, dass wir hier diese Enten da drüben ein bisschen umgehen. Da haben wir irgendwo ein paar Enten. Denn wir wissen nicht, ob die Enten leicht aggressiv werden. Sind die fressen uns. Das sind Menschenfresser-Enten. Du kannst mit dem Paddel dann überall. Wir kommen von irgendwo da hinten. Wir waren ja bei einem Schloss gewesen vor ein paar Tagen, da ist dort, wow, der Zoom ist krass. Schloss, ne? Schloss. Da, Burgruin, sagen wir Burgruin. Da sind da hier die Stühle, wo wir waren. Die, ne? Ne. Ne. Oh, der Wind. Wie hat euch Schweden bisher gefallen? Schön, das ist alles sehr klein, haben wir festgestellt. Und man ist eh an der Rar. Rar. Das ist süß, glaube ich, wenn ich das richtig wiedergebe. Da fahren Autos. Und da fahren Autos. Ja, ist alles sehr klein, sehr wenig Leute. Eigentlich auch, wenn man es jetzt so betrachtet, nach 5-6 Tagen, nee, wie lange sind wir hier? 5 Tage. Schön. Nach 5 Tagen echt wenig zu gucken. Ja, es gibt halt viele Steine, die man sich hier ansehen kann. Auf jeden Mensch kommen 3 Kühe. Auf jeden Mensch. Schafe und Pferde und... Also es gibt hier, uns kommt es echt so vor, als wenn es hier mehr Tiere als Menschen gibt. Ist auch so. Also wenn man hier mal jemanden mit dem Hund Gassi gehen sieht, dann ist es viel, ne? Morgens. Ja. Ja, und ansonsten haben wir sowieso eine sehr ruhige Ecke erwischt hier. Weil bei uns sind halt nur diese Ferienhäuser. Ja. Wo eine nette Familie eigentlich wahrscheinlich Urlaub und so macht. Wir haben Weihnachtsschmuck gefunden. Ich habe Weihnachtsschmuck gefunden. Wir haben Bilder gefunden von denen, die sehen nett aus. Wir haben Bilder gefunden von denen. Die haben die ganze Ritter ausspioniert. Und die haben da was hängen. Willkommen, Till Vere Skender. Skelle? Skelle? Willkommen so. In unserer Ferienhütte, stand da an der Wand. Sehr nett. Ja. Und wir wissen, dass der Hauseigentümer Mordin heißt. Mordin. Ja. Und ja, viel Land, viel alles weit zu fahren. Wir wollten halt nur kurz was einkaufen gehen, beim Lidl noch was zu essen für morgen. Das waren erst einfach mal 16 Kilometer bis zum Lidl. Das kann man sich bei uns da halt gar nicht so vorstellen, vor allem wie wenn man jetzt in der Stadt wohnt wie wir. Ah, oh, ne. No. Leider Ruder, das muss dann da und raus und das ist für die. So.
Jetzt sind weg. Nein, das sind die da drüben sind weg. Also die da drüben, ja. Die sind aufs Land. Wir haben uns jetzt dazu entschieden. Vicky, sexy, sexy. Zur Kamera musst du immer sexy sein. Wir haben uns dazu entschieden, dass Vicky dieses Mal den Vlog leitet, so ein bisschen, weil ich darf rudern. Yeah. Ich ruder voll gerne. Das sind keine Enten, das sind Gänse, oder? Das sind Raubtiere. Das sind Raubtiere, das sind Raubfische. So, wenn sie jetzt richtig anfängt zu schütten, das wäre scheiße. Ne? Jetzt brauchen wir bestimmt eine halbe Stunde, bis wir zurückgerudert sind. Du hast übrigens einen schwarzen Streifen an der Nase. Ich weiß. Echt? Habe ich. Das ist das Fett vom Ruder. Ja, ja, ist ein bisschen dreckig, ein bisschen fettig. Guck mal, da sind. Wartet. Da sind Enten, ich fahr mal rein. Oh Gott, ich bin wieder rausgerutscht. Schatz, er ist schon wieder rausgerutscht. Und jetzt bin ich wieder zu sehen. Ja. War alles in allem sehr schön bis jetzt. Einen Tag haben wir noch. Kannst du bitte ein bisschen mehr nach da fahren? Nein, gerade. Das kommen. Ist der Wind, der treibt mich die ganze Zeit da rüber. Guck mal die Kleinen. Film doch mal. Die fliegen durchs Wasser. Hey, Bitches. Die Bitches kommen uns zu hoch. Wir sind in eurer Hut. Boah, ich seh's gleich, komm. Ja, wir haben direkt Schwanangriff 16. Ich zieh mal ein bisschen nach links rüber. Die wollen jetzt bestimmt 50 Kronen von uns, dass wir den hier hochfahren. Ja. Hey, wo? Zu den Schweden passen. 50 Kronen, Alter. Nein, dreh doch. Ich will weg von denen. Die kommen immer näher. Aber dann drehen sie ich sag, wieder ich sag jetzt einen ganz großen Bogen um die. Warum filmst du mich eigentlich die ganze Zeit? Warum nicht? Das soll ich mich die ganze Zeit filmen, oder was? Ja. Was ist denn die laut, Mann? Und was macht Lia nach dem Urlaub? Was vermisst du am meisten an Deutschland? Das dein Bett. Ey, wir vermissen echt unser Bett. Lass ihn schon. Meine Katzen. Ja, was vermisse ich eigentlich? Mir geht's ja gut. Ich habe ein Bett, auf dem ich ordentlich schlafen kann. Echt? Ja. 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 Hab zwar keinen Computer. Ja, das ist halt. Man merkt halt krass, wie man auf dieses ganze Social Media und sowas getrimmt ist. Ja gut, Twitter lesen wir ja abends auch immer. Ja, abends. Nach mehr WLAN. Aber ich habe jetzt eigentlich komplett auch Twitter ignoriert, was es mit dem Zurückschreiben und so angeht. Ne? Ja, ich auch großteils. Ist ein bisschen genau viel. Dafür war der Urlaub ja auch da. Ja, Kommentare und so weiter auslassen mal. Ja, Kommentare. Auf null anfangen, wenn man zu Hause ist. So ein bisschen runterkommen. Deswegen, ich meine, für mich ist es kein Problem, die Kommentare nachzuholen. Weil ja. Ich habe dann irgendwie pro Tag, sagen wir mal, 5 bis 10. Ja, bei mir nimmt es ja auch immer mehr ab, das sieht man ja. Aber es war bei mir trotzdem so, dass ich zum Schluss so ein bisschen Depri wurde und so ein bisschen Burnout hatte von der Arbeit. Merkt man vielleicht nicht, hoffentlich nicht in den Videos, weil auch wenn ich in den Streams ein bisschen rumgeheult habe, ne? Aber weiß nicht, man muss mal so ein bisschen wegkommen von dem ganzen Scheiß. Es ist zwar Arbeit und es macht Spaß, aber irgendwann ist mal genug, dann lässt man einfach. Das ist doch voll. Ja, ist doch voll. Ist doch voll. Der ist einfach so. Ich meine, ihr beide kriegt es ja mit, ne? Ja, wir beide kriegen es natürlich am ehesten mit, wie krass das bei dir ist. Ich euch die Ohren immer voll heule. Ich meine, ich bin, wie soll ich sagen, man ist nicht groß genug, um alles weitestgehend zu ignorieren, Kommentare und so weiter, was viele ja machen, will ich auch nicht. Aber gleichzeitig ist man zu klein, um das einfach außer Acht zu lassen. Man muss also immer gucken, dass man die Leute so ein bisschen auch zufriedenstellt mit dem, was man bringt. Ich kann nicht einfach machen, worauf ich Bock habe, das geht leider nicht, ne? Das habt ihr vielleicht schon gemerkt. Von wegen Bruger, du bist zum Mainstream geworden. Muss halt, weil sonst guckt mich ja keiner mehr. Das ist ja traurig. Zumal es gibt ja da. Es gibt ja verschiedene Kategorien von YouTube-Leuten, wenn man so will. Es gibt Leute, bei denen reicht ein Video. Ja. Ein Vlog. Oder es reicht sogar ein Vlog einfach. Pro Tag. So, und dann gibt es halt die doch ein bisschen mehr produzieren wollen, weil sie einfach eine größere Sparte an Menschen abgreifen wollen und müssen. Müssen wollen. So viel zum Thema, du hast es dir ausgesucht. Ja. Das geht einem einher irgendwie damit. Ja. Ich meine, ja. Egal wie klein oder groß man ist, kriegt man das ja. Jeder, der in irgendeiner Art und Weise was mit YouTube zu tun hat und da Videos macht, der weiß eigentlich. Selbst ich weiß, dass du. Ja, aber weil du es direkt mitbekommst. Ja. Du sollst dich auch hüten, großartig was zu machen. Hm? Mein Traum wäre halt echt so, ich mache auf meinem Hauptkanal irgendwann nur noch 1-2 Videos pro Tag und den Rest dann auf dem Kacknub-Kanal, dass wir einfach nur so Real-Life-Kram machen. Ja.
dass wir halt viel erleben. Weil ich meine, das machen wir eh. Stichwort, ja. Ja, wir machen ja genug, so freizeitmäßig, auch wenn ihr arbeiten seid. Jetzt Stichwort Questroom zum Beispiel. Habt ihr vielleicht schon gehört, das ist so ein Event. Da kann man halt, warum liegt da echt eine Cola-Flasche drin? Ich habe keine Ahnung, war eine abgefüllte Cola-Flasche. Ja, da kann man wie so eine Art, so einen Ausbruchsversuch aus so einem Raum muss man machen, muss Hinweise sammeln. Geht halt nur eine Stunde, aber kostet pro Person 120 Euro, von daher ist das schon ein Happen. Also das ist halt mit Schauspielern und allem drum und dran und die geben einem da so Meldungen durch und du musst Codes finden. Oder noch eins zum Einbrechen war es, ne? Gefängnisausbruch. Gefängnisausbruch, Einbrechen, Diamantenstiel, und dann gibt es noch was Neues mit Zombies, das ist so ein Horror-Ding. Und mit Zombies. Naja, meins wäre dann wohl am liebsten das Einbrechen, glaube ich. Finde ich ganz lustig. Also so Codes finden muss. Ich meine, man könnte so krasse Scheiße machen wie Geocaching, aber dazu braucht man halt wieder ein Massenequipment. Und man muss viel fahren wahrscheinlich. Nee, nicht mal unbedingt. Es gibt wahrscheinlich in einer großen Stadt wie Köln gibt es wahrscheinlich viele geile Caches, auch drumherum. Auch die ein bisschen anspruchsvoller sind, aber ich habe eben bei Moondai, was die da für Ausrüstung haben, die haben ja irgend so eine Seilwinde, haben die den eben mal gehabt, da mussten sie sich warp sein mit einer Seilwinde, weil das an der Decke irgendwo von dem Tunnel war. Was? So, und das ist natürlich, du brauchst einen GPS-Empfänger, du brauchst das, du brauchst Schwarzlicht, du brauchst ne, Klamotten, du brauchst, brauchst einfach so viel. So, und dann willst du das Ganze noch filmen, am besten dann noch jeder eine GoPro. Boah, bist du jetzt deine drei Scheine los. Das kann man sich aber auch gut schon vororganisieren, wenn man weiß, man macht sowas. Ja, natürlich, aber. Das Geld hat vor allem. Aber man weiß ja noch gar nicht, ob wenn da sowas liegt. Ja. Und dann gibt man ja nicht so viel Geld dafür aus. Ja. Von hier hinten gibt's gar nichts. Das hat sich gerade ein bisschen schwul angehört, Vicky. Da gibt's ja gar nichts. Da gibt's ja gar nichts. Leute, in meinem neuen Hall. Ach, ihr werdet so begeistert sein. Wir haben Süßigkeiten heute. Ich hab ganz viele Süßigkeiten gekauft und ich bin ja so ein zuckersüßer Boy, ne? Oh und Gott. So ein Cute Boy mit. Nein. Oh Gott. Wollen wir da hinfahren? Ja. Wohin? Da vorne. Da ist was wollen wir an dem Steg? Anlegen. Da dürfen wir nicht anlegen. Weißt du nicht. Wahrscheinlich können wir dort nicht mehr anlegen, weil das Wasser zu tief ist und dann laufen wir auf Grund. Ich hatte schon richtig Angst beim Einsteigen. Also Lia hat Angst beim Einsteigen. Oh Gott. Ja, aber Vicky kann auch nicht wirklich schwimmen, von daher bin ich wahrscheinlich der euch dann rausfischen darf. Ich kann schwimmen. Ja, aber du kannst Vicky bestimmt nicht tragen. Ich habe mein Seepferdchen, okay. Ich habe Freischwimmer, meinen zweiten. Hab ich auch, Mann. Von Lia, die sieht man das ganze Video eigentlich über gar nicht. Und ich war 5 Jahre beim DLRG. Ich sitze hier und krieg Energy. Ein Energy. Ich habe auch noch ein Energy hier stehen und ich habe so viel Vertrauen. Wo die Fliege? Die Fliege war mein Ende. Wir haben eine Fliege, die ist die ganze Zeit schon hier unser Begleiter. Die hat wahrscheinlich auch Schiss wegen dem ganzen Wasser. Ich weiß nicht, wo sie hin soll. Die ist ja auf offenem Wasser. Und die ist echt die ganze Zeit bei unserem Boot. Weil, könntest du mal aus. Oh, wir sind ziemlich weit ab vom Schuss. Na, jetzt mittlerweile ja nicht mehr, ne? So, hast du Bock weiter zu filmen? Ich? Ja. Warum? Dann kannst du nämlich dich und Lia filmen. Lia sieht man das ganze Video bis jetzt noch gar nicht. Schade. Ich hab mal ins Film mal richtig nah ins Gesicht. Naja, schade. Oh, jetzt habe ich auch gezoomt. So. Das war anstrengend für Vicky. Der ganze Weg hierher. Guck mal. Seht ihr das? Das kommt vom Rudern. Und meine Finger knacken. Oh, da sind wieder Enten. Enten. Lia und ihre Entenphobie. Dann, 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 der hat gegrüßt, ich hab gesagt, hey, und der so, hey. Die Leute jetzt sagen übrigens, hey oder hey, hey. Also habe ich euch die ganze Zeit auf Schwedisch begrüßt in meinen Videos. Hey, Leute. Es ist so ruhig. Was macht man eigentlich, wenn man sich so den ganzen Tag im Boot mietet, ne, und angeln geht? Was macht man eigentlich, wenn man auf die ins Wasser. Arsch über Bord und dann geht's ab? Ja, der eine macht so aus, es geht da. Was meinst du, was sie die Flasche hier stehen haben? Wahrscheinlich Köder. Weiß man nicht, riecht nach Wurm. Na Lia, was nimmst du mit aus Schweden? Mir ist es kalt. Boah, darf ich noch was anbringen? Um dir ins Wort zu fallen. Die rennen hier alle in kurzen Hosen und T-Shirts groß da rum. Kinder irgendwie im Pulli oder sowas, das Schiff draußen und das ist. Die haben das ein ganz anderes Klima gewöhnt, das ist übrigens sehr schön ist, weil es unserem ähnlich ist. Ich fühle mich hier wie zu Hause. Sag mal, Vicky. Er hat kurze Hosen an, aber sonst ist er total eingepackt. Was ist total eingepackt? Ich habe einen Pulli an.
Und eine Weste. Na, die Weste, die habe ich immer an. Die habe ich auch bei 40 Grad im Sommer an. Stimmt sogar. Also von daher. Oh, guck mal hier. Ich habe eine Jacke an, einen Pulli an, einen T-Shirt an, einen Top an. Und einen Schal. Und einen Schal. Und die Kapuze auch. Und eine Hose und eine Strumpfhose. Kapuze auf, habe ich ja erklärt. Ich habe kurze Haare. Kriegst du eine kalte Ohren? Ja, gut. Das Bett ist richtig schlimm. Ich habe heute Nacht geschwimmert. Ich wollte es gerade sagen. Heute Nacht, ich bin irgendwie wach. Ich werde sowieso andauernd wach in diesem Scheißbett. Ich bin wach geworden. Ich habe Lia neben mir gesehen, wie sie sich umdreht. Und sie so. Das hat sie ein paar Mal gemacht. Das mache ich normalerweise nicht. Nee, macht sie echt nicht. Also unser Bett ist wie. Es ist wie der Himmel. Wie der zu Himmel. Wie der Himmel. Dem, ich meine, Vicky, der könnte auf dem Boden schlafen. Das wird ihn wahrscheinlich nicht stören, aber wir sind sehr anspruchsvoll. Ich auch. Wirklich ist der Boden auch. Sollte nicht aus Negern sein. Aus Negern? Aus Hashtag Neger, Vicky. Neger, ja. Ich bin ja kein Rassist, aber ich schlafe gerne auf Negern. Nein. Nee, also wir haben wirklich ein schönes Bett zu Hause. Hat auch ein bisschen was gekostet. Kopfspringbett halt, ne? Da zahlen wir in 50 Jahren wahrscheinlich noch für ab, ne? Mindestens. Das ist aus Gold. Das ist aus Gold. Wenn ein Schwan singt. So, naja. Für heute machen wir nicht mehr viel. Deswegen haben wir jetzt so viel aufgenommen, um das ein bisschen zu füllen. Gestern habe ich über eine Stunde aufgenommen, glaube ich. Gestern war viel. Gestern war mein Müll. Ich glaube auch nicht, dass es sich jemand so lange anguckt hier. Das glaube ich nicht. Guck dir so einen Scheiß so lange, schreib's in die Kommentare. Hab ich schon lange nicht mehr gesagt, ne? Nur in jedem Video bisher. Ach, guck mal, die Sonne. Schreib's in die Kommentare, wenn ihr Sonne mögt. Oh yeah. Ich hab uns wieder gesund ans Land zurückgebracht. Habt ihr mir vertraut? Ja. Den sehe ich aber nicht. Wir sind nämlich fast nur aufgelaufen auf so eine kleine. Wir sind an Steine gestoßen mit dem Boot. So Steinsandbank. Ja, ich war mit den Paddeln ziemlich. Ich konnte Ruhe aber nichts für, sondern der See. Auf einmal, ja, die beiden mal sehen müssen, wie die rumgewimmert haben. Ja, ich hab nicht rumgewimmert, ich hab bloß Fresse gezogen. Ich hab was, aber Lia so. Ja, aber das lag auch nicht an dir, sondern an dem See. Generell die ganzen. Sie hat sogar wieder meinen Pulli. Gerade ein bisschen gegen uns gewesen ist. Der Wind wurde frischer, der ja. Himmel wurde dunkler. Und der Steg immer noch weit weg. Ja. Nee, aber. Ich hab mein Bestes getan, das Ding hat sich nur noch gedreht, weil diese eine Ruderstange ist an und rausgesprungen. Ey, ganz ehrlich, warte. Gib mir mal die Kamera, lauf mal weiter. Oh, hier. Ist das normal, dass die Dinger so kurz sein sollen? Das sind so Pömpel. Ich glaube nicht. Die Pömpel kommen darin. Also ich kenne die auch ein bisschen länger, deswegen die ganze. Die sind kleiner als mein Finger. Ich bin ein bisschen froh, wieder an Land zu sein, ehrlich gesagt. Ich fand's cool. War schön. Und für den Fall, dass jetzt wieder irgendwelche Leute in die Kommentare schreiben, wie ein Wikinger hat Angst auf dem Boot, lasst mich. Es gibt auch Wikinger, die seekrank werden, also. So, da müssen wir jetzt die Paddel zurückschaffen. Ist ja zum Glück nicht weit. Wir schreiben jetzt noch eine Kritik auf Google. Nee, ja, klar, kriegt erstmal eine fette Rezension. Ihr seid scheiße, eure Paddel sind scheiße. Die Paddel? Yeah. Oh Gott. Ja, Paddel sind. Überhaupt war es viel zu teuer. Aber wir haben schon einen Vlog aufgenommen. Ein bisschen Angst gab es auch. Eigentlich alles, was man. Nervenkitzel, Angst. Körperliche Anstrengung. Das ist eigentlich alles wie in. Ich brauche einen guten Vergleich, helft mir. Eine Achterbahn? In der Zombie-Apokalypse. Nee. Zombie-Apokalypse. Das Bootfahren war gerade wie Zombie-Apokalypse. soll ich das, die Kamera wieder übergeben? An den Besitzer dieses Kanals? Bitte, bitte. Den Besitzer, das gehört immer noch YouTube. Ich habe nur Nutzungsrechte. Naja, Vicky nimmt die Ruder. Das ist die Paddel. Oh, hast du kalte. Guck mal, Lias Händchen, guck mal. Guck mal, meine Hände dafür. Die sind rot-blau. Guck mal, meine Nägel sind blau. Meine sind voll Hornhaut. Siehst du das? Ach du Elend. Guck mal, ganz blau. Oh, das ist so kalt. Lia, die Eisprinzessin. Oh, kannst du in meine Arschtasche stecken, da ist warm. Oder in meine. Oder in Vickys. Nein. In Vickys Arschtasche. Wer will seine Hände in Vickys Arschtasche stecken? Schreibt's in die Kommentare. Ich weiß schon, wer. Ja. Vicky hat auch gefragt, dass wir auf See waren. Also auf See, auf dem Wasser. Auf See. Okay. Also als wir über die Öresund gefahren sind, waren wir quasi technisch auf See. Quasi, ja. Naja, auf jeden Fall, Vicky hat schon gesagt, was macht man eigentlich, wenn man an Bord von so einem Boot ist und furzen muss? Ja. Da habe ich gesagt, Bescheid sagen und den anderen Gelegenheit geben, Luft anzuhalten. Und er so, Bescheid. Furzen muss sein, ganz ehrlich, die Luft muss raus. Ey, ganz ehrlich, da gibt es so eine Werbung, wie sich die Gase im Magen auflösen. Wisst ihr, dass so Produkte wirklich nur für Frauen gedacht sind? Weil Männer kriegen keine Magenkrämpfe, die furzen einfach.
Lasst euch das mal Lehre sagen. Frauen oder Zuschauer, furzt ihr, schreibt es in die Kommentare. Schreibt euch auch da. Ja, ernsthaft. Ey, ganz ehrlich, was ist denn am Furzen so schlimm? Ich finde da gar nichts Schlimmes dran. Solange man die Leute damit verschont und irgendwie rausgeht oder... Ja, wenn man es an der frischen Luft macht oder... Man muss es ja nie direkt, man ist in der Umkleidekabine zu zweit, wie es Frauen einfach so machen und dann entziehen. Das wäre halt echt gemein. Vicky hat mich sogar schon so begrüßt. Morgens. Morgens. Vorsicht, Auto. Da sitzt er da, guckt mich an. Da ist gerade was Furzen. Das sind eigentlich Gespräche, die führen wir privat und Lia freut sich dann immer dran. Wie Sau. Ja. Das sind Themen, die auch besprochen werden müssen. Ja, okay. Ja. Total. Verdauung. Verdauung und Pupsen. Damit, Leute, habt noch einen schönen. Wir sehen uns. Heute Abend gucken wir Mad Max. Juhu, ich freue mich. Mhm. Und es gibt Lachsnudeln. Mhm. Ich hab Hunger. Ja. 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 Bis dann.